Ein herzliches Hallo, liebe Motorsportfans vom VW Scirocco Air Cup hier bei der Startaufstellung und bei mir zwei ganz große Herren, nämlich der Personalvorstand der Firma VW, Dr. Horst Neumann. Herzlich willkommen. Sie sind hier an der Rennstrecke. Das Wort Motivation wird bei VW ganz groß geschrieben und das Thema Leistung wird natürlich auch belohnt. Und einer davon ist der Jan-Henrik Uppen, der hier auch in einem der Autos sitzt, sehr erfolgreich. Und da gibt es ein Projekt bei Ihnen, das heißt Pro Talent. Erzählen Sie uns bitte mehr. Ja, das ist für junge Leute, die begeistert sind vom Motorsport. Die kriegen ein perfektes Auto wie der Scirocco. Mit Erdgas betrieben, ist umweltfreundlich. Da können sich die jungen Leute auch richtig voll mit identifizieren. Der fährt wunderbar hier auf dieser Strecke. Und wir fördern damit die Begeisterung für die Autos, fürs Autofahren. Es ist schön zu sehen, wie die jungen Leute da mitmachen. Das ist wirklich schön. Es wird nicht nur viel geredet, sondern auch sehr viel getan und das erfolgreich. Betriebsrat von VW, Bernd Osterloh, wie schätzen Sie solche Motivationsprogramme und wie kommt das bei Ihnen denn an? Ja gut, da hat der Betriebsrat natürlich ein bisschen mitgeholfen. Wir haben ja über 5000 Auszubildende bei Volkswagen und wir haben gesagt, es muss einer in einem Automobilunternehmen, muss einer die Chance haben, auch bei so einem Rennen mitzufahren. Allein diese Auswahl unter den ganzen Auszubildenden macht natürlich riesig Spaß und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin jetzt eben gerade selber mit dem Scirocco auf der Nordschleife gefahren. Das macht auch Spaß, wenn man ein bisschen älter ist. Und deswegen finde ich es natürlich ganz toll, dass hier ein Auszubildender eine Chance hat, da mitzufahren. Ja, und das tut das sehr erfolgreich. Aber wenn Sie selber auf der Nordschleife mitgefahren sind, dann wollte ich schon fragen, was Ihr Bezug zum Motorsport ist. Aber Sie sind offensichtlich auch ein bisschen infiziert. Ja, ich habe eine A-Lizenz, komme relativ wenig natürlich dazu, Auto zu fahren, also schnell Auto zu fahren. Das geht dann maximal in der Nähe von Wolfsburg in Richtung Harz. Aber wenn ich mal die Zeit habe, zu so einem Rennen zu kommen, dann fahre ich natürlich auch, nutze ich das auch und fahre die Nordschleife. Herr Dr. Neumann. Ja, der Osterloh fährt ein bisschen besser Auto, also er ist schon schneller. Aber Sie haben das keine ist meine Hausstrecke. Das ist meine Hausstrecke hier, den ich kenne die perfekt, deswegen bin ich auf der Strecke genauso schnell wie er. Das macht Spaß mit ihm. Das freut mich sehr. Die obersten Herren von VW, richtig infiziert mit dem Motorsportvirus. Und ich denke, der Uwe Alzen ist auch nicht weit weg von uns. Und Sie entschuldigen mich bitte, ich schau mal, wo er ist. Da hinten ist er doch. Mal gucken, ob wir einen O-Ton von dem Herrn Alzen kriegen. Uwe Alzen, eine kurze Frage vor dem Start. Ich glaube, den Weg muss ich dir nicht erklären. Wie ist es im VW Scirocco Cup hier am Nürburgring? Ja, super, macht einen Riesenspaß. Ich hoffe, dass wir hier unfallfrei über die Runden kommen und dann schauen wir mal. Ziel ist sicherlich, aufs Treppchen zu fahren. Ob das funktioniert, schauen wir mal. Vielen Dank, Uwe Alzen. Ich hoffe, Sie haben ihn gehört. Es war etwas umständlich, aber so ist es halt im Rennauto. Und ich denke, wir schauen uns jetzt das Rennen mit Peter Kohl einmal an. So, da sind wir also beim vierten Lauf der Saison im Scirocco Air Cup. Live mit dabei die Nürburg, ein Wahrzeichen des deutschen Motorsports. Darunter sehen wir dann die Rennstrecke 3,63 Kilometer lang. Wir haben schon eine Legende gesehen und auch kurz im Interview gehört. Uwe Alzen, der 42-Jährige, ist mit dabei. 24 Stunden Rennsieger, hat den deutschen Porsche Carrera Cup schon für sich entschieden und viele, viele DTM-Rennen abgespult. Olaf Manthey geht mit an den Start, der gebürtige Bonner mit seinem Firmensitz in Meuspad. 117 DTM-Rennen als Pilot. Zwei Siege hat er gefeiert, war in der DTM am Start mit Alfa Romeo, mit Rover, mit BMW, Mercedes. Also er hat auch schon einiges auf dem Buckel und hat von 2006 bis 2009 die 24 Stunden viermal in Folge gewonnen als Teamchef hier auf dem Nürburgring. Sabine Schmitz ist mit dabei, die einzige Frau, die bislang die 24 Stunden auf dem Nürburgring der Nordschleife entschieden hat. Das gleich zweimal 96 und 97. Dann haben wir Alfred Heger noch, den 52-Jährigen aus Essen, uns allen bekannt von den Sport1-Übertragungen von der FIA GT WM. Auch er ein absoluter Motorsport-Legendenfahrer, der hier viel zu tun hat mit der Motorsport-Historie auf der Nordschleife, hat dort in der grünen Hölle seine erste Motorsportveranstaltung überhaupt bestritten. Sie erkennen die Legendenfahrer in den dunkelblauen Fahrzeugen mit den Startnummern 40 aufwärts.
Einer ist leider nicht mit hier am Start dabei. Johannes Stuck, der war drittschnellster im Qualifying. Der Sohn von Striezel Stuck, der unlängst hier bei dem Langstreckenrennen auf der Nürburgring-Nordschleife einen schweren Unfall hatte. Ist da auch ins Krankenhaus gekommen. Bei den Untersuchungen ist nicht allzu viel weiter bei rausgekommen. Er hat sich wieder einiges zugemutet. Ist hier im freien Training mit im Girocco Air Cup am Start gewesen. Wollte als Legende hier starten heute und morgen für die vielen Fans. Aber es ist ihm körperlich nicht wirklich gut gegangen. Das hat man nach dem freien Training gestern gemerkt. Er ist heute noch mal ins Krankenhaus gefahren und weitere Untersuchungen haben ergeben, dass er sich unter Umständen einer Operation unterziehen muss. Von dieser Stelle die besten Wünsche an den Striezel. Junge, Kopf hoch, Vollgas geben. Ich hoffe, wir sehen dich bald wieder auf den Rennstrecken dieser Welt. Im orangefarbenen Fahrzeug mit der Startnummer 14 sehen Sie auf der Pole Position einen jungen Inder, Aditya Patel, 22 Jahre alt, aus Chennai. Er ist Gesamtachter im Girocco Air Cup, hat bislang 54 Punkte geholt. Der Meisterschaftsführende, das ist Maciek Steinhoff, der ist bei diesem Rennen heute nur auf dem 8. Startplatz, muss sich also nach vorne arbeiten. Der Girocco Air Cup wird gefahren mit Bio-Erdgas. Schadstoffreduzierung mindestens 80%. Das ist ein Wettbewerb, der in die heutige Zeit, zu den heutigen Debatten des Umweltschutzes genau reinpasst. Die Fahrzeuge verfügen über Motoren, die 225 PS liefern. Zu den technischen Details gleich ein bisschen mehr. Sie sehen hier auf Startplatz 2 Rachel Frey, eine Gaststarterin, eine junge Schweizerin, 24 Jahre alt, aus der deutschen Formel 3 ATS Cup bekannt. Dort in den vergangenen beiden Jahren gefahren, in diesem Jahr bei den 24 Stunden von Le Mans am Start gewesen. Sie hat 15 Kilo Handicap-Zuladung bekommen, weil sie so dünn, so schlank, so leicht ist. Und trotzdem war sie zweitschnellste mit dem Girocco. Unglaublich starkes Qualifikationsergebnis. Jan-Hendrik Ubben, der siebte des Gesamtklassements, auf der 4. Startposition. Uwe Alsen, fünftschnellster, damit auch der beste der Legendenfahrer. Vor Berke Bayendia aus der Türkei und meine Kollegin Yves Scher, die Sie als Moderatorin des Motorsportmagazins Race It kennen. Wie schon am Norrisring auf Startplatz 7. Klasse Leistung in der Qualifikation durch die 32-Jährige aus Köln. Race It sehen Sie bei uns am kommenden Freitag ab 16.30 Uhr. 225 PS und dann gibt es Push-to-Pass, dieses zusätzliche Antriebssystem, ein roter Knopf auf dem Lenkrad. Die Piloten haben 10-mal die Chance für jeweils 10 Sekunden eine Zusatzleistung des Motors von 50 PS abzurufen. Hat man einmal diesen Push-to-Pass-Knopf gedrückt und diese 10 Sekunden abgerufen, dann dauert es 30 Sekunden, bis Push-to-Pass wieder zur Verfügung steht. Für Sie als Zuschauer zu erkennen, wenn ein Pilot dieses System nutzt, sich da einen taktischen Vorteil verspricht, einen Vordermann attackiert oder sich verteidigt gegen eine Attacke. Sie sehen an den Seitenfenstern dann eine LED-Leuchte aufscheinen. Das Ganze auch in der Frontscheibe und in der Heckscheibe. Dazu an der Seite des Fahrzeuges dann eine Ziffer zu erkennen. Die zeigt an, wie viele Push-to-Pass-Möglichkeiten die jeweiligen Piloten noch zur Verfügung haben. Die Autos mit 2 Liter rein Vierzylinder-Motoren ausgestattet, verfügen über ein serienmäßiges Doppelkupplungsgetriebe. Frontantrieb, das ist für viele der Rennlegenden eine Umstellung. Die sind ja eigentlich fast immer mit Heckantrieb-Fahrzeugen unterwegs. 6 Gänge stehen zur Verfügung, die über eine Schaltwippe am Lenkrad abgerufen werden können. Und dann haben wir dieses Push-to-Pass-System und ich bin mir sicher, wir werden einen sehr, sehr spannenden Lauf hier erleben. In der ersten Startreihe das Duell, rechts im orangefarbenen Fahrzeug, Aditya Patel aus Indien. Neben ihm Rachel Frey aus der Schweiz. Ein sehr internationaler Wettbewerb. Und Sie sehen es, die Piloten sind alle langsam auf dem Weg in ihre aufgezeichneten Startboxen. Da muss man natürlich genau einparken, muss da exakt drinstehen. Ansonsten gibt es eine Boxendurchfahrtsstrafe. Die will man natürlich hier in einem solchen Markenpokal vermeiden. Wer da in langsamer Fahrt einmal durch die Boxengasse hindurch muss, der fällt mit Sicherheit aussichtslos zurück. Da sehen Sie die 10 aufleuchten am Fahrzeug von Edgar Mielke, meinem Kollegen von der MotoGP, der sich hier seinen Kindheitstraum erfüllen kann. Er bei diesem Girocco Air Cup Lauf mit dabei auf der vorletzten Startposition mit dem Fahrzeug, gekennzeichnet durch die Startnummer 49. So, Feld hat sich sortiert, alle stehen sie in den Boxen, Ampeln leuchten auf.
Und wenn es nicht ausgeht, heißt es Startfreigabe für den vierten Lauf der Saison im Girocco Air Cup. Aditya Patel ist sehr, sehr gut weggekommen. Jan-Hendrik Ubben sofort mit der Attacke gegen Rachel Frey im weißen Girocco. Und dann haben wir den ersten Legendenfahrer bereits, Uwe Alten, der natürlich hier reinhält, der richtig Gas gibt. Die Legendenfahrer können voll auf Sieg fahren. Sie nehmen den Piloten, die für die gesamte Saison eingeschrieben sind, keine Meisterschaftspunkte weg. Und es geht zum ersten Mal auf diesen engen Rechtsbogen zu. An der Spitze des Feldes alles ohne Probleme abgegangen. Auch hinten keine Kollisionen, kein Lackaustausch, sehr, sehr viel Disziplin im Feld. Ja, das momentan 25 Fahrer beinhaltet, deren 26, weil Harald Groß ist mit dabei als Ersatz für Striezel Stuck. Harald Groß, der hier unter der Woche einen Lehrgang durchgeführt hat mit 90 Teilnehmern und Fahrzeugen auf der Nürburgring Nordschleife, hat da fast 3000 Kilometer abgespult. War zuletzt ja schon als Legendenfahrer mit dabei in der Lausitz, hat sich das Ganze hier nochmal angeguckt, war heute eigentlich auf dem Weg nach Mallorca, seine Frau war jetzt schon dort im Urlaub und wurde dann auf Höhe von Koblenz angerufen mit der Bitte, er möge doch umkehren und hier die beiden Rennen am Wochenende bestreiten, ist ohne freies Training hier ins Qualifying gegangen, er steht im Startgrid auf der 21. Position, muss sich jetzt mit dem Fahrzeug mit seiner Startnummer nach vorne arbeiten mit der 44. Sie sehen es oben, 14 Runden, 3,63 Kilometer sind zu absolvieren. Aditya Patel hat sich behauptet, Rachel Frey hat eine Position verloren an Jan-Hendrik Ubben, der hier den Pro-Talent-Wettbewerb gewonnen hat von VW im vergangenen Jahr, also die gesamte Saison bestreiten darf. Patel, Ubben, Frey. Und dann mit der Startnummer 20, Matschik Steinhof, der von 8 bereits auf 4 nach vorne gekommen ist. Bei ihm leuchtet die LED-Anzeige auf. 8 Push-to-Pass-Möglichkeiten hat der Pole noch zur Verfügung. Der Meisterschaftsführende, der die Weltpremiere dieses neuen Markenpokals am Hockenheimring für sich entschieden hat. Bei den ersten beiden Meisterschaftsläufen gab es die halbe Punktzahl. Man wollte gerade den Rookies, den Serienneulingen, die Chance geben, sich erst einmal einzuschießen, einzufinden. Wollte sie nicht gleich chancenlos zurücklassen im Meisterschaftsklassement. Seit dem Rennen zuletzt am Nürburgring gibt es jetzt volle Punktzahl. Das heißt 60 Zähler für den Sieger des heutigen Laufes. Wilder Ritt durch die Botanik, da ist er ganz, ganz hart über die Curbs gegangen. Mit der Startnummer 15, das ist Berke Bayındır aus der Türkei, der 20-Jährige aus Istanbul, der Student. In diesem weißen Girocco Air Cup, zurzeit Gesamtelfter im Meisterschaftsklassement. Da hat er das Material mal richtig eines harten Tests unterzogen. Hat Glück, dass er hier nicht richtig schwer abgeflogen ist. Und da sehen wir den Meisterschaftsführenden Matschik Steinhoff mit einem Fahrzeug unterwegs, das vom Autohaus Neuling zur Verfügung gestellt wird. Matschik Steinhoff, 24 Jahre alt, aus Krakau, ein Student der Politik- und Kommunikationswissenschaften. Im vergangenen Jahr hat er sich den Meistertitel geholt im Polo Cup. Dieser Girocco Air Cup ist ja der direkte Nachfolger des Polo Cups, der viele Jahre sehr erfolgreich gelaufen ist. Aber diese Giroccos haben deutlich mehr Dampf auf der Kette, bringen mehr Leistung. Das sind richtige Rennfahrzeuge, entwickelt aus der Serienproduktion. Ulrich Richter, der Chef von der Volkswagen R GmbH, und seine Jungs haben da einen fantastischen Job absolviert. Nach 2 Runden, Patel vor Ubben, Frey, Steinhoff, der Meisterschaftsführende auf der 4. Position. In die Attacke von Rachel Frey gegen Jan-Hendrik Ubben und sie setzt sich durch auf der Innenbahn. Bremst sich vorbei und Ubben wird gedreht. Hat da einen Schlag bekommen, rechts hinten auf seinen Girocco von Matschik Steinhoff. Aber Ubben beißt, kämpft da weiter, Profiteur dieses Gerangels Uwe Alten, der sich an den beiden vorbeigeschoben hat. Steinhoff und Ubben jeweils noch mit 7 Möglichkeiten des Push-to-Pass-Systems. Alten hat deren noch 8 und liegt vor den beiden, hat jetzt also die Trümpfe, was die Taktik angeht, für den weiteren Verlauf des Rennens in seiner Hand. Und weitere Attacken. Herrlich, wie hier gefightet wird in diesem Feld. Hier sehen wir nochmal, wie sich Rachel Frey auf der Innenbahn an Jan-Hendrik Ubben vorbeipresst, sich hinter Aditya Patel setzt, der junge Inder, der das Feld kontrolliert. Da gab es die Kollision, Steinhoff hat sich da leicht verbremst, Ubben, der sehr hart nach innen reingezogen war, bekommt den Kick auf die rechte Hinterachse, das Auto beim Einlenken natürlich und beim Anbremsen hinten sehr leicht.
Da reicht so ein kleiner Kick und schon ist der Dreher kaum mehr zu verhindern. Sicherlich keine Absicht. Dieses Foul von Maciek Steinhoff. Bin mal gespannt, wie die Rennleitung darauf reagiert, ob das als normales Renngeschehen eingestuft wird. Jedenfalls Profiteur dieses Geranges, Uwe Alsen. Sie sehen ihn hier im dunkelblauen Scirocco R Cup, wie er dann an den beiden vorbeiziehen kann. Patel setzt sich ab mit Rackel frei. Dann Alsen, Steinhoff, Ubben. Und mit der Startnummer 22, Yves Scher, von Startplatz 7 auf 6 nach vorne gekommen. Startplatz 7 hatte sie ja schon am Norisring. Aber dann hat sie immer wieder in den Zweikämpfen zurückgesteckt, hat gesagt, ich will nicht unbedingt die Karambolagen, den Lackaustausch, ich will nichts kaputt machen. Hat ja auch einige Jahre Rennpause hinter sich, aber hier zeigt sie sich doch wesentlich kampffreudiger. Verteidigt sich da hart, aber muss sich Anne Larisch geschlagen geben, der sich an ihr jetzt vorbei gepresst hat. Der 21-Jährige aus Rothenburg an der Wümme, der in Ottersberg lebt. War im vergangenen Jahr im Polo Cup Siebter der Rookie-Wertung. Der Serienneulinge also. Sie sehen hier nochmal dieses Duell der beiden. Yves Scher versucht sich da zu behaupten. Larisch geht den weiten Weg und ist dann für die nächste Kurve auf der günstigeren Innenbahn und kann sich an Yves Scher vorbeischieben. Mit der Startnummer 43 direkt dahinter ein weiterer Legendenfahrer, Olaf Mantai, der ja natürlich jeden Quadratzentimeter dieses Kurses in- und auswendig kennt. Hat sehr viel Spaß mit diesem Scirocco R Cup Fahrzeug. Er sagt, es ist ein tolles Rennauto. Ich habe mich reingesetzt, mich sofort wohlgefühlt. Da geht richtig was, vor allem dieses Push-to-Pass-System. Das lässt so viele taktische Möglichkeiten. Man muss da viel mitdenken, sich alles genau zurechtlegen. Man darf es nicht gleich zu Beginn alles verpulvern. Ansonsten steht man gegen Ende des Rennens nackt im Hemd da und die Konkurrenz zieht an einem vorbei. Aber wir haben es zuletzt am Norisring auch gesehen. Heftiger Abflug da von Dennis Rieger, der sich Gott sei Dank nichts getan hat. Sein Auto in die Mauer stopfte. Totalschaden, hat hier ein neu aufgebautes Fahrzeug zur Verfügung, der Allgäuer. Da gab es dann den Rennabbruch und viele hatten dann noch etliche Push-to-Pass-Möglichkeiten auf dem Konto, konnten die aber dann nicht mehr nutzen. Chris Heidorn, der Meisterschaftsgesamtzweite, momentan auf der 9. Position vor Adam Gladisch, dann Felix Tigges und Harald Groß hat sich schon gewaltig nach vorne geschoben. Der ist von Startplatz 21 aus ins Rennen gegangen. Klasse Rennen von Harald Groß. Mensch Nippel, das läuft richtig hier. Wird der Nippel genannt, weil er als Lehrling in einem Kfz-Betrieb damals beim Abschmieren, beim Abölen von LKWs unten im Graben unter der Hebebühne gestanden ist, hat sich da zum Schutz immer so eine Wollmütze aufgezogen mit so einem Bommel oben drauf. Dann den Spitznamen Nippel verpasst und der ist dann an ihm auch hängen geblieben. Ein fantastischer Rennfahrer, der auch jetzt immer wieder seine Qualitäten zeigen kann. Hat auch einige Jahre Rennpause hingelegt, aber der ist einfach infiziert vom Rennvirus. Und wenn es dann so ein Angebot gibt, wie hier einzuspringen, dann ist er natürlich mit Leidenschaft dabei. Es wird gewaltig gerauft um die einzelnen Positionen. Yves Scher legt sich da ein kleines bisschen mit Olaf Mantai an. Also die hält hier richtig gut rein. Unsere Moderationskollegin von Race It, dem Rennmagazin, zu sehen am kommenden Freitag auf Sport 1 ab 16.30 Uhr. Aber die muss sich auch Olaf Mantai beugen, der jetzt auf die 7. Position nach vorne gekommen ist. An der Spitze des Feldes Aditya Patel. Auch er hat diesen Umgang mit diesem Push-to-Pass-System erstmal lernen müssen. Beim ersten Rennen hat das gleich zu Beginn in den ersten Runden verballert. Diesen Zusatzschub lag da an dritter, vierter Position, wurde dann nach hinten durchgereicht, konnte sich in der Schlussphase nicht mehr entscheidend wehren. Da ist er dann letztendlich Sechster gewesen beim Saisonstart am Hockenheimring. Er hat daraus gelernt. Siebter auf dem Eurospeedway Lausitz. Am Norisring kam er nicht ganz so gut zurecht. Da ist er von der 16. Startposition aus ins Rennen gegangen, war am Ende dann 13. Hier die erste Pole am Nürburgring in seiner noch jungen Karriere. Hätte auch die Möglichkeit, Rennserien zu bestreiten in seiner indischen Heimat. Der fliegt für jedes Rennen hin und zurück. Aber er sagt, ich möchte mich hier beweisen, das ist eine ganz andere Motorsportszene. Viel größere Herausforderungen. Wenn ich hier vorne mitfahren kann, dann gehöre ich ohne Frage zu den Guten. Und dann gibt es weitere Möglichkeiten in den nächsten Jahren. Er stellt sich also dieser großen Herausforderung. Wir haben einen roten Scirocco gesehen, der da sehr langsam geworden ist. Ganz genau zu erkennen. Da sehen wir es mit der Startnummer 8. Die Frontschürze ist da erheblich in Mitleidenschaft gezogen worden. Christian Schweiger ist das. Fährt im Junior Cup der 18-Jährige aus Regensburg, der in Pollenried lebt.
ein Kfz-Megatroniker, arbeitet bei Porsche in Regensburg, der hier Pech hat. Beim letzten Rennen am Nürburgring von Startplatz 9 aus Dritter geworden. Klasse Vorstellung, zuvor 18. und 23. gewesen. Also, dass er es kann, das hat er gezeigt. Aber hier nach einer Kollision ausgeschieden. Rackelfrei gegen Uwe Alsen. Das ist ein Duell zwischen zwei absoluten Top-Profis. Alsen natürlich der Erfahrene, der 42-Jährige. Hat hier das 24-Stunden-Rennen am Nürburgring 2000 und 2010 gewonnen. 2000 mit Bernd Mailänder, Michael Bartels und Alfred Heger zusammen auf einem Porsche 996 GT3. Ex-DTM-Pilot für Opel, Vizemeister ist er gewesen, 99, für Mercedes gefahren in der DTM, für AMG. Zweimal Porsche Carrera Cup-Meister, Porsche Supercup-Champion gewesen. Also der hat schon einiges an Erfolgen aufzuweisen. Aber rackelfrei, die lässt er nicht locker, die lässt ihn nicht durch. Und ein Stückchen weiter hinten. Der Kampf um Position 6, Arne Larisch gegen Olaf Mantai. Der ist unwiderstehlich auf dem Weg nach vorne. Beide hier direkt draußen und heftiger Abflug. Chris Heidorn ist das, der Meisterschaft Zweite. Oh, das sah böse aus. Viel Staub, viel Dreck. Isabella Bieler ist das. Hoppala, Entschuldigung, jawohl, mit der Startnummer 7. Habe ich mich verschaut, da steht noch ein Legendenfahrzeug. Isabella Bieler, die Tochter von Frank Bieler, dem ehemaligen DTM-Champion und fünfmaligen Sieger der 24 Stunden von Le Mans. Das war ein heftiger Crash. Ich denke, da muss das Safety Car raus. Da sehen wir Isabella Bieler. Und mit der Startnummer 44 Harald Groß, der eingesprungen ist für Strezelstuck. Und klar, Safety Car muss auf die Strecke raus. Isabella hat da offensichtlich ein bisschen wehgetan. Hoffentlich nichts passiert. Ist da richtig sauer. Muss erstmal tief durchatmen. Und Harald Groß geht über die Strecke Richtung Boxengasse. Viel Styropor, das Weiße, was hier rumliegt. Die abgerissene Heckstoßstange vom Auto von Isabella Bieler, die ganz hinten rechts im Bild zu sehen ist. Scheint mir vorne links die Radaufhängung am Girocco von Harald Groß gerissen, abgebrochen zu sein. Bin gespannt auf die Zeitlupenbilder. Also, da kommt das Ganze. Oh ja, beide in einem Duell. Dann leichte Tuschierung seitlich. Und dann der Abflug von Isabella Bieler, die da heftig einschlägt. Rechts hinten zuerst in den Leitplanken. Das Auto natürlich heftigst beschädigt. Hinten rechts die Radaufhängung abgerissen. Viel Staub, der da aufgewirbelt wird. Die nachfolgenden Fahrzeuge kommen da Gott sei Dank alle unbeschädigt dran vorbei. Das Auto von Harald Groß steigt hier mächtig auf. Also das war ein brachialer Unfall der beiden. Da ging es richtig hart zur Sache. Harald Groß, der da ganz dicht dran war, die Tuschierung seitlich. Und dann hat Isabella Bieler abgedreht mit ihrem Girocco, hat das Auto nicht mehr abfangen können. Und auch Uwe Alsen ist draußen, wie ich höre. Also hier geht es ja jetzt drunter und drüber. Da sehen wir Uwe Alsen. Auch bei ihm Rauch am Fahrzeug. Also da ist jetzt einiges passiert. Maciek Steinhoff an der zweiten Position hinter Aditya Patel, oben Dritter. Olaf Mantai auf der vierten Position. Dann Larisch, Chris Heidorn, den ich zunächst in diesen Unfall verwickelt sah, der Gott sei Dank auch mit dabei ist, auf der sechsten Position. Yves Scher, Siebter. Und rachelfrei, auch zurückgefallen. Und wir sehen hier den Grund. Sie steht an der Box, die junge Schweizerin. Auch da hat es offensichtlich eine Kollision gegeben. Uwe Alsen, der hier klasse gefahren ist bis zu diesem Augenblick. Da sehen wir das Duell rachelfrei quer gestanden. Da hat sie offensichtlich schon den ersten Kick bekommen aufs Fahrzeug hinten rechts. Und dann gibt es nochmal die Attacke von Uwe Alsen. Die beiden berühren sich erneut und damit das Ausscheiden begründet. Die Frontschürze am Girocco R-Cup von Uwe Alsen hängt runter. Der stellt das Auto auch da auch gleich ab. Turbulente Phase in diesem Rennen. Einiges los. Ich hoffe, dass sich da Isabella Bieler nicht wehgetan hat, die junge Dame. Mit einem Fahrzeug des Autohauses Wolfsburg hier unterwegs. Auch sie fährt, die 17-Jährige aus Probam in der Tschechischen Republik im Junior Cup. Es gibt da hier zwei verschiedene Wertungen, während wir hier das Fahrzeug von Harald Groß am Haken sehen. Gefahren wird im Junior Cup. Die Teilnehmer in diesem Wettbewerb zahlen für die gesamte Saison eine Einschreibegebühr von 50.000 Euro und die deutlich erfahrenen, älteren Kollegen im Pro Cup,
die müssen 75.000 Euro hinlegen. Aber dafür bekommt man die komplette Vorbereitung, die Wartung und den Einsatz des Fahrzeuges, den Rennoverall, die Teamkleidung, den Zugang zur Volkswagen Hospitality, die komplette Betreuung, Verpflegung, alles was dazugehört, die Beratung durch die Instruktoren, das Auslesen der Daten. Also das ist ein rundum sorglos Paket von VW. Für dieses Geld bekommt man eine fantastische, komplette Motorsportsaison zur Verfügung gestellt. Da ist auch leichtes Feuer, die Bremsanlage links vorne am Fahrzeug von Harald Groß natürlich sehr heiß. Durch dieses Eindrücken, da liegen ein paar Materialien aufeinander, da entzündet sich leicht was. Aber die Streckenposten mit den Feuerlöschern zur Stelle. Da sehen wir Rakel Frey, die junge Schweizerin, die wieder auf die Strecke rausgegangen ist, liegt jetzt hinter meinem Kollegen Edgar Mielke auf der 21. Position, während wir Uwe Alsen leider nur von hinten erkennen können, in dieser Kameraposition. Aber schade, dass er hier ausgefallen ist. Klasse Rennen bis dahin. Patel, Steinhoff oben, die fahren im Meisterschaftsklassement mit. Olaf Mantai, die Nürburgring-Legende auf der 4. Position. Der bekommt Punkte für die Legendenwertung, nimmt aber Meisterschaftsteilnehmern keine Punkte ab. Das heißt, Larisch, der hier im Rennen an der 5. Position momentan liegt, rückt dann auf Rang 4 nach vorne, wenn es bei dieser Reihenfolge bleiben sollte. Safety Car, Lampen brennen noch. Das heißt, es dauert noch ein bisschen bis zur Rennfreigabe. Und es sieht so aus, als ob Maciek Steinhoff seinen Meisterschaftsvorsprung hier noch ausbauen kann in diesem 4. Lauf der Saison. Der 24-Jährige aus Krakau momentan an der 2. Position hinter Aditya Patel. Der hat großen Rückstand in der Meisterschaftswertung. Patel mit 54 Punkten. Der Meisterschaftsführende hat 108. Und da haben wir einen sehr nachdenklichen Uwe Alsen gesehen. Und diese Leitplanke ist heftig deformiert. Das ist natürlich ein Sicherheitsaspekt. Das ist die Frage, ob man bei der Beschädigung dann das Rennen freigeben kann. Feld kommt hier über die Startzielgerade gebraust, geht dann leicht bergab hin zu diesem scharfen ersten Rechtsbogen. Offiziell sind noch 5 Runden zu absolvieren von ursprünglich 14. Große Frage, wie es jetzt weitergeht. Olaf Mantai also mit einem fantastischen Rennen. Von der 9. Position aus ist er gestartet, jetzt schon 4. Und das ist immerhin so eine Situation, die ich vorher schon mal geschildert habe. Es gibt eine Unterbrechung, ein Safety Car. Man hat sich einiges an Push-to-Pass-Möglichkeiten für den Schluss aufgehoben, um dann entscheidende Attacken reiten zu können. Und dann gibt es eine Unterbrechung und du kommst vielleicht gar nicht mehr dazu, Push-to-Pass abzurufen. Hast dann diese Reserven nicht genutzt und die anderen, die da ein bisschen offensiver mit in der Anfangsphase umgegangen sind, haben da vielleicht ein paar Positionen gut gemacht und das dann für sich optimal ausnutzen können. Edgar Mielke also, unser MotoGP-Kommentator auf der 20. Position, hat sich hier aus allem heraushalten können. Und er hat sehr prominente Unterstützung bekommen für diesen Lauf hier am Nürburgring. Sein erstes Tourenwagenrennen überhaupt, da haben wir ihn im Bild. Und diesen Zuspruch, den wollen wir Ihnen auch gerne zeigen. Hi Eddie, fahr die Karre nicht platt, lass den Scirocco heile. Seh zu, dass du gewinnst, das erwarte ich von dir. Also Thomas Schaaf, Trainer von Werder Bremen, einer, der viel auf Disziplin setzt und er hat das zu Herzen genommen, ist hier sehr diszipliniert gefahren bislang. Es war auch sein Bestreben, er wollte keinem im Weg stehen, keine Unfälle verursachen, niemanden irgendeinen Schaden zufügen und trotzdem seinen Spaß haben, ist bislang gelungen und Sie sehen es oben, gelbe Licht ist aus, es gibt eine Rennfreigabe. Rakel Frey ganz am Ende des Feldes jetzt hinter Edgar Mielke. Da bin ich mal gespannt, ob er die junge Schweizerin hinter sich halten kann. Aditya Patel, der Führende des Feldes, bestimmt jetzt die Pace. Maciek Steinhoff, der Meisterschaftsführende, direkt hinter ihm. Dann Jan-Hendrik Ubben auf dem Weg zu seiner bislang besten Platzierung. War 9. am Hockenheimring. Nach einer Boxendurchfahrtsstrafe auf dem Eurospeedway 19. 5. auf dem Norrisring. Er kann das Ganze hier jetzt toppen. Patel behauptet sich gegen die Attacke von Steinhoff. Ubben ist dicht dran. Versucht sich innen neben den Polen zu setzen, nicht ganz gelungen. Dann Mantai, ein Rausrutscher hier. Da verliert jemand 2 Positionen. Yves Scher momentan auf Rang 7. Heidorn der Gesamtzweite auf 6. Larisch 5. Und jetzt kann man natürlich bei den Schlussattacken noch einmal herzhaft hinlangen durch diese Safety-Car-Phase. Das Feld ganz dicht zusammengedrängt. Jetzt kann man Push-to-Pass benutzen.
wenn man es clever einsetzt, die Möglichkeit, sich hier nach vorne zu schieben. Wir haben kurz das Duell zwischen Heidorn und Blanisch gesehen. Es geht um die fünfte Position. Patel, Steinhoff, oben. Mantai dahinter, dann Larisch. Chris Heidorn, der viele Probleme hatte, im ersten freien Training nur 4 Runden fahren konnte, hatte einen Schaden an der Antriebswelle. Hat man sich lange nicht erklären können, woran es lag. Für ihn natürlich dann schwierig, sich hier auf diesem Kurs zurechtzufinden, während die anderen viele Runden absolviert haben. Aber jetzt kommt die Attacke von Heidorn. Und er schiebt sich an Larisch vorbei. Klasse gemacht. Blitzsauberes Manöver. Sie haben in der Heckscheibe kurz diese LED-Anzeige gesehen. Er hat Push-to-Pass für dieses Überholmanöver ausgenutzt. 10 Sekunden lang, 50 Zusatz PS. Und das hilft natürlich gewaltig. Olaf Mantai ist ganz dicht an Jan-Hendrik Ubben dran. Natürlich wissen die Legendenfahrer, dass man hier sich von den Meisterschaftsteilnehmern ein bisschen fernhalten sollte. Da hat man keine Brechstangenmanöver vor Augen, denn wenn man einen hier in einen Dreher reinschickt, der um Meisterschaftspunkte kämpft, dann ist das sicherlich nicht so schön. Mantai, ein Sportsmann durch und durch, der weiß das, aber der ist natürlich auch ehrgeizig. Ist die Lücke offen, wie jetzt zu sehen, dann will er sich auch vorbeischieben und das macht er in diesem Augenblick. Riesenaktion von Olaf Mantai, jetzt auf der dritten Position. Patel. Der Meisterschaftsführende Steinhoff, dann Mantai, Ubben. Also richtig was los in diesem Lauf. Das ist das Bild, das diesen Magenpokal prägt. Viele Überholmanöver, dicht gedrängtes Feld, Action pur von vorne bis hinten. Eine absolute Bereicherung der Motorsportszene. Schön, dass es diesen Cup gibt. Und Ubben lässt nicht locker. Der weiß natürlich ganz genau, dass der Mantai ihm da keine Punkte wegnimmt. Aber so einen Olaf Mantai zu besiegen, an ihm vorbeizuziehen, das ist natürlich was. Das kann man dann als Erfolg mit nach Hause nehmen. Das macht einen selbstbewusster. Und dieser Jan-Hendrik Ubben, dieser 20-Jährige aus Aurich, der in Ilo in Ostfriesland lebt, der ist unglaublich ehrgeizig, mit voller Leidenschaft dabei. Und Sie sehen es, links antäuschen, rechts reinziehen. Aber Mantai, der alte Fuchs, hat es natürlich gesehen, geahnt, wehrt sich da par excellence. Und jetzt gerät Ubben unter Druck. Larisch ist dran. Wir haben schon eine Null gesehen. Da hat jemand schon seine Push-to-Pass-Möglichkeiten komplett ausgeschöpft. Spannende Schlussphase in diesem vierten Lauf der Girocco R-Cup-Saison. Patel, Steinhoff, Mantai, Ubben, Heidorn direkt dran. Larisch in Schlagdistanz. Kann noch einiges passieren. Altfried Heger auf der 10. Position. Eine weitere Legende hier bei diesem Lauf. Hat in diesem Jahr mit einem Maserati C12 in der 4GT-WM wieder angegriffen. Nach mehrjähriger Pause hat gemeint, er hat noch ein bisschen Zeit gebraucht, die ersten Rennen, um sich da einzufinden. Aber jetzt ist er wieder auf richtig gutem, hohem Leistungsniveau. Dann der Umstieg auf diese Fronttriebler, diesen Girocco R-Cup. Hat ein paar Runden gebraucht im ersten freien Training, aber schlägt sich jetzt richtig gut auf der 10. Position. Und Eddie Mielke auf der 19. Position. Dennis Rieger ist noch hinter ihm zurückgefallen, der zuletzt am Norrisring diesen schweren Unfall hatte. Und Rackelfrei ist ebenfalls nicht an unserem MotoGP-Kommentator vorbeigekommen, aber das Auto der jungen Schweizerin ist ja arg in Mitleidenschaft gezogen nach diesem Tête-à-Tête mit Uwe Alten. Wir haben es vorher in den Bildern gesehen. Mantai. Dann Heidorn, Ubben, der hier Probleme hat in der Schlussphase. Der Schaumuster den Anschluss hält, während Aditya Patel an der Spitze des Feldes das Geschehen kontrolliert. Der steht nicht unter direktem Druck von Maciek Steinhoff. Der fährt mit Köpfchen, der weiß ganz genau, dass er hier einen Konkurrenten in der Meisterschaft vor der eigenen Nase hat, der ihn momentan nicht wirklich gefährden kann. Muss hier nicht alles bis auf die Spitze treiben und es geht in die letzte Runde hinein. Patel, Steinhoff, dann Olaf Mantai vor Heidorn und Ubben, dahinter Arne Larisch. Der sieht die Chance, sich um eine Position zu verbessern. Die Attacke von Larisch gegen Ubben, der jetzt in der Schlussphase Schwierigkeiten hat. Larisch auf der Außenlinie, Ubben innen. Sieht da ganz eng rein, dann die Rausbeschleunigung macht sich da breit, aber verliert die Fahrlinie. Larisch wieder neben ihm, Ubben mit der günstigeren Innenlinie kann sich momentan noch behaupten. Aber Larisch hat noch 3 Push-to-Pass-Möglichkeiten. Ubben
ist bei Null. Gibt's da noch mal die finale Attacke mit Sicherheit von Arne Larisch. Der wird sich da noch nicht zufrieden geben mit der sechsten Position. Da Olaf Manthey dann aus den Punkten rausfällt, würde das für Arne Larisch bedeuten, dass er 32 Zähler als Fünftplatzierter mitnehmen würde, aber das ist ihm noch zu wenig, er will mehr. Maciek Steinhoff, momentan an der zweiten Position, würde 48 Zähler erhalten, hätte dann 156 Punkte auf dem Konto, hat den Vorsprung dann ausgebaut gegenüber dem Meisterschaftszweiten, gegenüber Chris Heidorn, der hier auf Rang 4 im Rennen liegt. Der Dritter wäre dann bei der Punktevergabe, würde 8 Zähler weniger mit auf den Weg bekommen in den Rest der Saison als Maciek Steinhoff. Der fährt sehr clever, abgebrüht, routiniert, der 24-jährige Polo-Cup-Meister des vergangenen Jahres. Während Olaf Manthey die Meute hier im Nacken hat, die ihn jagt. Chris Heidorn weiß natürlich ganz genau, der muss nichts riskieren gegen Olaf Manthey. Der tut ihm nicht weh. Und da ist bereits der Zieleinlauf. Aditya Patel gewinnt zum ersten Mal in seiner Karriere einen Lauf im Girocco Air Cup. Maciek Steinhoff auf Rang 2. Manthey wird Dritter. Bestplatzierter Legendenfahrer. Dahinter Chris Heidorn. Jan-Hendrik Oben hat sich gegen die finalen Attacken behauptet von Arne Larisch auf der fünften Position. Larisch Sechster, dann Yves Scher, Rang 7. Jawohl, erste Top-10-Platzierung für meine Kollegin. Gratulation. Adam Gladisch aus Polen auf Rang 8. Alfred Heger wird als Neunter abgewunken. Dann Felix Tigges, Bayindir, der Türke, auf 11. Der Sieger des vergangenen Laufes am Nürburgring, Stefano Proietto auf Rang 12, ist hier mit seinem Auto nicht wirklich zurechtgekommen. Die Fahrzeuge in den einzelnen Farbgruppen können untereinander getauscht werden. Das heißt, es gibt mehrere orangefarbene Autos im Feld. Und die Fahrer tauschen die Fahrzeuge dann immer wieder untereinander, um eine Chancengleichheit zu gewährleisten. Proietto hat das Auto, mit dem er am Nürburgring gewonnen hat, abgeben müssen. Sitzt jetzt in einem anderen Fahrzeug und damit ist er nicht wirklich gut zurechtgekommen. Timmy Magenbier aus den Vereinigten Staaten, der junge Bursche auf Rang 13, Boa auf 14, also da hat sich einiges getan im heutigen Lauf. Viel Rennaction, Sabine Schmitz, eine weitere Nürburgring-Legende, auf Rang 15 eingekommen. Das von Startplatz 23 aus, auch eine tolle Steigerung. Das Ergebnis in der Einblendung. Pech für Isabella Bieler, die den Unfall hatte mit Harald Groß. Da wird sicherlich noch einige Gespräche geben. Der Altmeister im Duell mit dem jungen 17-jährigen Talent aus dem Junior Cup. Eine Kollision, die einen heftigen Einschlag der jungen Dame zur Folge hatte, die hier als 24. gewertet wird vor Christian Schweiger und Ola Nilsson. Und es gibt natürlich dann auch gleich die Vergabe der Meisterschaftspunkte. Und auch da die Übersicht und die Siegerehrung. Bleiben Sie dran, lassen Sie sich das Ganze nicht entgehen. Hier sehen wir den Sieger des heutigen Tages, Aditya Patel, auf dem Weg zu seinem vielleicht bislang schönsten Moment in seiner Motorsportkarriere. Wieder einmal ist ein spektakuläres Rennen des VW Scirocco Air Cups zu Ende. Zum Glück nicht mehr passiert, aber es hat richtig heiße Szenen gegeben und zwei Männer des Rennens sind jetzt bei mir. Der Sieger, Aditya Patel aus Indien. Congratulations, you won the race and I've heard you fly always India and back to Europe and now you're third in the championship. Did you know that? No, I didn't know that. It's great to be running on top of the championship. And thank you very much. And to win in Nürburgring is the most amazing feeling ever. It's been my favorite track and the history of Nürburgring is amazing. I think it has the best history of all racetracks. So I feel on top of the world right now. Echte Freude eines sympathischen Kerls. Und der andere sympathische Kerl, den kennen wir alle schon, Olaf Manthey. Was habe ich mit Ihnen hier schon gezittert am 24-Stunden-Rennen am Nürburgring hier und VLN und so weiter. Aber jetzt greifen Sie selber ins Lenkrad und Halleluja, da geht noch was. Ja, ich hatte mich ja an für sich vor 6 Jahren von der Rennerei als Fahrer verabschiedet. Sagen Sie alle. Aber, ja, klar, ich wollte auch auf keinen Fall rückfällig werden, aber der Hans-Joachim Stuck hatte mich angerufen und mich darum gebeten und da kann man das natürlich nicht absagen. Ja, dem Striezel kann man natürlich keinen Wunsch abschlagen, auch von meiner Seite noch gute Besserung an ihn.
Und morgen geht's weiter. Um 21 Uhr die DTM Highlights und natürlich das zweite Rennen des VW Scirocco Aircup.